Willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters. Wir haben uns gerade wieder in das zweite Stöckchen begeben vom Charlotte-Schloss. Immer noch alles voller Süßigkeiten. Ja. Ihr wisst die Pläne. Wir wollen heute möglichst dieses Schloss durchkriegen. Den Boss machen, der wahrscheinlich auf uns lauern wird, wie ich annehme. Und dann endlich die Fusion für Miri durchführen, damit sie auch von D runterkommt und wir dann keine D-Monster mehr haben. Und das sieht aus, wie sich hier eine Schokobrücke ausfahren. Das Problem ist, ich sehe keinen Schalter. Es könnte also auch sein, und ich hoffe, es ist nicht der Fall, dass es hier eine unsichtbare Brücke gibt. Ich mag sowas nicht. Wer mag sowas schon? Aber es gibt keinen Ansatz. Das Problem ist, wenn ich jetzt einfach loslaufe und runterfalle, muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Aber es gab hier keine Schalter, oder? Springen? Ach so! Okay. Gut, dass ich es vorsichtig angegangen bin und dieses Springen noch gesehen habe. Anstatt einfach blindlings jetzt runterzulaufen, was wahrscheinlich auch möglich gewesen wäre, keine Ahnung. Ja, ich gehe deswegen davon aus, dass es möglich ist, weil alle Monster unten sind gespawnt. Das heißt, man kann darunter fallen. Hier geht's durch, ne? Ja, ist die Frage. War auf einem der Bereiche noch ein Schatz? Das wäre ja ziemlich naheliegend, wenn man da einen irgendwo platzieren würde, ne? Ich springe nochmal hier rüber. Weil da waren wir nämlich in der Ecke, logischerweise. Da könnte ja noch ein Schatz sein oder Pötte oder so. Aber hier ist nichts. Die kehren wir nur wieder zurück. Okay, gut. Okay, dann geht's wohl hier weiter. Vor uns rechte Treppe. Das heißt, erstmal links abbiegen. Nehme ich fast an. Das da oben sieht nämlich mehr wie die Sackgasse aus. Oh, euch gibt's sie jetzt, ne? Na komm. Platt machen können wir so einfach mal. Vielleicht beide Versionen bei schön. Das Mana wird ein bisschen knapp, da sollten wir wieder austauschen. So. Gruppe ändern. Agent dann wieder, würde ich sagen. So, was verbergt hier noch von mir? Irgendwelche Wertsachen. Warum ist hier noch eine Leiter? Das irritiert mich jetzt. Ich war mir sicher, die Treppe ist die weiterführende. Aber hier ist noch eine Leiter. Und hier komme ich auf die blaue Ebene. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Gut, ich gehe nochmal zurück zur Treppe. Jetzt glaube ich nämlich, dass vielleicht doch die Treppe der richtige Ort gewesen, also der richtige Weg gewesen wäre, um noch Schätze zu finden. Das hier sieht nämlich sehr nach weiterführend aus und komplexer. Ach, jetzt ist der Koch da oben erschienen, ja. Ganz klar. Ja, wir wissen ja, wenn wir einen Teleporter erreichen, dann sind wir kurz vorm Bossraum in der Regel. Da kann ich mal noch umdrehen und den anderen Weg gehen, aber jetzt glaube ich gerade eher, dass das hier die Sackgasse ist. Ja. Und was für ein komischer Treppenaufgang. Er führt nirgends hin, weder nach unten noch nach oben, außer zu einem einzigen Schatztruhending mit ein bisschen Wechselwürze. Naja, gut. Nehmen wir mit. Danke, dass du dich gerade umdrehst, wollte ich gerade sagen.
Aber dann bist du mir doch wieder direkt entgegengestürmt und ich musste dich besiegen. Okay, dann gucken wir uns diesen Kram hier mal an. Ja, die Leiter können wir uns unten ja auch sparen. Hier können wir hüpfen. Das war generell eine höhere Ebene. Das ist gar nicht derselbe große Raum. Weil im selben Raum gab es ja auch noch höhere Balkonfarben. Ist hier unten noch irgendwas oder ist das nur, wenn man runterfällt? Na gut, immerhin Collectible. Was soll's, gefähr. Schöne Steinchen. Zum Leuten der Kopf werfen und null Schaden machen. So, das ist wohl jetzt sehr, sehr wichtig, was wir machen. Achso, wir heben wahrscheinlich jetzt die Puddings an. Wir wollen große Puddings. Ja, gut. Und jetzt können wir an andere Orte ran, ne? Zack. Aber von hier aus kommen wir doch nur wieder zurück, oder? Also wir können... Ja gut, was bringt mir das? Also ich könnte jetzt hier noch runter, ja. Ja gut, vielleicht geht es ja nicht darum. Wir müssen da jetzt hin. Das heißt, wir müssen eigentlich von hier... Ja, jetzt verstehe ich es, okay. Ich hab's verstanden, alles gut. Ich denke mal, nur in diesem Raum wurde jetzt ausgetauscht. Ja, man sieht es auf der Karte so ganz deutlich, dass hier ein großer Pudding jetzt gelandet ist und auf den anderen, in dem anderen Raum immer noch kleine Puddings sind. Oh, ich... Ach Quatsch, ich muss jetzt hier rüberspringen. Zack. Das heißt, ich muss nicht zurückrennen, nur weil ich hier den Schalter gedrückt habe. Alles klar. Oh Gott. Das schreckt mich doch nicht so. Irgendwas noch versteckt hier. In der guten Stube. Nein. Halt, habe ich da gerade was gesehen im Augenwinkel? Ja. An dir werde ich nicht vorbeikommen, mein Freund. Aber ich würde ja behaupten, ihr habt die Gegner hier zu Genüge gesehen, deswegen werde ich euch ein paar Kämpfe rausnehmen. So, ich hoffe, diese Treppe wird logischerweise wohl ein bisschen weiterführen als in der Sackgasse. Weil es geht ja nur noch hier weiter. Da ist ein Durchgang, okay, was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, hier vorne ist eine Sackgasse, also gehen wir erstmal hier hin. Hier ist bestimmt noch ein Pott. Ja, hier sind Pötte. Elfenelixier und eine Mini-Medaille gefunden. Aber die Kämpfe können nicht verhindern, die machen das hier zusammen. Naja. Aber sie waren schon nett genug zu warten, mich nicht anzugreifen, wenn ich die Pötte in der Hand halte. Immerhin. Schön. Jetzt gibt es wieder einen großen Raum und da werden wir wahrscheinlich jetzt auch die Puddinge groß machen müssen. Nehme ich mal an. Hui, sind zwar schon höher als ich erwartet hätte, ne? Blau haben wir jetzt erstmal geskippt. Aber vielleicht ist es Teil des Rätsels hier wahrscheinlich. Ja. Aber auch hier frage ich mich wieder, könnten vielleicht an einigen Stellen Schätze sein. Ja, da ist schon einer. Da ist ein Schatz. Okay. So, nicht zu tief fallen. Ich muss jetzt vor, was ist denn? Die Gegner sind nämlich unten wieder gespawnt. Ich sehe sie ja schon wieder hier rumhüpfen. Das heißt, man kann hier auch ganz runterfallen, was extremst ärgerlich wäre. Aber ich glaube, einen Schalter zu aktivieren ist so oder so richtig, weil sonst kommen wir sowieso nicht weiter. Also sonst würden wir sogar wieder runterfallen, oder? Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich gerade eine Gebrauchsanweisung. Damit Schleime auch wissen, wie es funktioniert. Die Bilder erhalten anscheinend Hinweise, wie man sich hier zurechtfindet. Mit solchen Leibniz-Keksen.
Wahrscheinlich sind es jetzt gerade keine 52 Zähne, also wahrscheinlich nicht echt. Ja, Hüpf-Hüpf wollen wir nicht machen. Wir wollen aber Hüpf-Hüpf machen. Und dann später Hüpf-Hüpf. Also die großen Hüpfer. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. So, der ist jetzt groß, das heißt, wir landen jetzt logischerweise auf dem blauen. Das, was uns diese nette Anleitung da gezeigt hat. Und da will ich ja auch hin, weil da ist ein Schatz gewesen. Uff. Und zurück kommen wir auch problemlos. Oh nein, wir kommen ganz nach oben so. Hä? So habe ich das nicht verstanden. So habe ich das tatsächlich nicht verstanden. Ich dachte, beide müssen hoch sein, dass wir ganz nach oben kommen. Ha. Aber das war wohl verkehrt. Also der Anleitung nach zu urteilen, müsste ich auf der mittleren Schiene landen dann. Das verstehe ich nicht. Weil das würde heißen, ich müsste hier einmal rüberspringen. Ja, das heißt es wirklich, ne? Weil das dieselbe Höhe ist. Die blaue. Ja, jetzt verstehe ich. Nee, ich bin das Problem. Es ist dieselbe Höhe, die uns da angezeigt wird. Darum geht's. Jetzt ein bisschen Pudding zerstören. Es ist dieselbe Höhe. Und wenn wir dieselbe Höhe springen, kommen wir auch da unten hoch. Ich hatte nur Angst, rüber zu springen und aufs Grüne wieder zurückzufallen. Das wäre nämlich ärgerlich gewesen. Aber wir landen auf derselben Höhe. Und so kommen wir an die Schatztruhe ran. Perfekt. Ein Yggdrasil-Blatt, das ist wertvoll. Das einzige Item, was wiederbelebt. Spare ich immer noch sehr hart auf, obwohl ich mittlerweile ja weiß, was ich auch kaufen kann. Bei diesem neu entdeckten Händler. Jetzt drücken wir den Knopf wieder. Sonst haben wir zwei Optionen, ne? Ich könnte, wie jetzt gerade eben, zu Rot überspringen und da schon den Großen aktivieren. Ich könnte aber auch erst hier rüber. Aber ich sehe keinen Grund, weswegen ich den Großen nicht jetzt schon aktivieren sollte, weil es der da vorne sein wird. Und ich sehe da keine Stufe, die ich irgendwie dazwischen springen wollen würde. Also ich glaube, es macht Sinn, den schon mal zu drücken, den Knopf. Ich bin ja froh, dass diese Sprungsequenz automatisch abläuft und ich nicht irgendwie noch irgendwas timen muss, so Jump'n'Run-mäßig. Platforming-Style, da bin ich ja nicht so gut drin. So, jetzt kämen wir zwar theoretisch höher, aber da hinten ist ja kein Bereich, der höher ist. Deswegen fallen wir genau dahin, wo wir gerade schon waren. Wir könnten jetzt auch hier runter. Das wäre aber schön blöd. Wo gehen wir denn eigentlich hin? Wenn wir hier runtergehen würden, dann würden wir da hinten bei Rot hochkommen, ne? Zu dem Eingang da vorne. Also eigentlich wäre das gar nicht unbedingt blöd. Ich muss sogar vielleicht genau das machen. Ich meine, ich könnte da jetzt auch rüberspringen und da hingehen. Da ist auch noch eine Truhe. Seht ihr die? Okay. Wir gehen mal zurück. Ich sehe noch eine Truhe. Und dann muss ich diesen Schalter hier nochmal drücken. So, und so müssten wir exakt im Blauen überkommen und da war noch irgendwas zum Aufsammeln. Könnte doch eine Vase sein, aber ich glaube, es ist eine Truhe. Wenn es jetzt eine Fresskiste ist, ne, dann wäre natürlich schon hart ärgerlich. Ne, das ist eine normale, richtige, gute Truhe. Eine einzigartige. Mit einer Mini-Medaille und die nehmen wir gerne mit. Nice. So, zurück. Gut, dann haben wir das auch gemacht. Also wir müssen nie wieder dahin, das heißt der Knopf kann gedrückt bleiben hier. Und noch mehr Pudding zerstört. So, jetzt kommen wir zurück zum Roten. Von da aus können wir runterspringen und den Grünen benutzen, um da hinten auf Rot zu kommen. Weil das wird uns ja einen höher katapultieren. Ich kann auch sonst nirgendwo hin, ne? Das ist die einzige Option, die ich noch habe. Nee, das stimmt gar nicht. Ich könnte auch von hier aus jetzt darüber und auf den Roten da gehen, ne? Weil ich hier auch wieder einen höher komme.
Das sollten wir vielleicht erstmal machen. Mal gucken, ob da oben irgendwas ist. Wie die ganzen Minimaps sich immer neu anrichten muss oder anordnen muss, weil wir die Höhen die ganze Zeit verändern beim Springen. Okay, hier ist auch ein ganzer Schalter, den ich nur so drücken kann und vielleicht auch drücken muss. Ich mach's auf jeden Fall. So, großer Pudding bitte. Okay, jetzt können wir von hier aus ganz hoch. Aber jetzt kann ich den Schalter da hinten nicht mehr drücken, ne? Ist über mir noch was? Nee, ne? Das heißt, ich muss erst einen kleinen Pudding rüber. Ja, ich weiß, ich verschwende viel Pudding. Wir müssen mit einem kleinen Pudding rüber erstmal. Den Schalter da vorne drücken und dann erst den hier drücken. Dann sind ja alle Puddinge groß. Was wahrscheinlich im Endeffekt auch der Sinn der Sache ist. Wäre ich vorher schon gesprungen, wäre ich gleich da oben gekommen. Aber da oben kann ich keinen Schalter drücken. Aber da oben ist eine. Ist da oben eine Sackgasse oder ist da auch ein Weg? Also hingehen tue ich auf jeden Fall. Aber erst muss ich zurück. Gut, jetzt komme ich da hoch. Da oben war noch ein Durchgang, da oben ist kein Durchgang. Das heißt, da oben ist wahrscheinlich eine Sackgasse mit vielleicht noch einem Schatz oder ein paar Pötten oder sowas. Oder gar nichts, aber einem Weg. Und der Weg könnte auch relevant sein. Was erlaubt mir der Weg denn jetzt? Nichts allzu Wichtiges, oder? Da hinten ist ja nichts Neues. Warte mal. Nee. Hä? Ich bin mir nicht sicher, ob der Pudding jetzt überhaupt relevant war, den ich hier gemacht habe. Vielleicht ist es notwendig, um zurückzukommen und ich sehe es nur gerade nicht. Oh nein, das war ein Fehler, was ich jetzt gemacht habe, oder? Das war, nee, das war nicht so schlimm, oder? Warte mal. Habe ich nicht einen Riesenfehler begangen gerade? Oh Gott. Ah, es geht noch zurück, okay. Nee, ist nicht ganz so schlimm. Weil ich nämlich hier auf Grün lande, ja, aber ich kann da hinten wieder zurück auf Blau hoch. Ich dachte schon, ich hätte jetzt irgendwie einen Weg genommen, wo ich nicht mehr hochkomme wieder. Aber ich. Warum? Ist das jetzt einfach nur ein Shortcut? Achso, kämen wir auch hier hoch. Ah ja, stimmt. Okay, na gut, so geht's auch. Ist ein anderer Weg hier hoch. Ist es der einzige Weg hier hoch? Nicht anderer. Es gab gar keinen anderen Weg. Ich hätte das immer so machen müssen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich hatte nur kurz das Gefühl, was falsch gemacht zu haben, aber habe ich gar nicht. So, genug von den Puddingrätseln. Jetzt würde ich gerne einen Teleporter finden. Da hinten ist schon einer. Ich sehe ihn auf der Karte. Das ist super. Wir sind in der richtigen Etage. Da können wir nochmal zurück und nochmal auffüllen gleich. Ach, scheiße. Ja, das dachte ich mir. So, Problem gelöst. Gegner sind tot. Aber hier ist doch bestimmt noch was versteckt. Ja, mein Tod. Nee, danke. Mies. Nächster Sackgasse in der Schatztruhe, die einfach nur so eine Fresskiste ist. Es gibt bestimmt noch grüne Truhen, die man jetzt ganz normal öffnen kann, nicht nur braune. Ärgernis. Ach, geschafft, sehr gut. Gut, wir benutzen den Teleporter, weil das ist meine einzige Sicherheit, dass es auch wirklich funktioniert. Und ich will auch einfach nochmal zurück und heilen. Er kann ja nicht schaden und dann können wir uns hier den Boss stellen. Puh, hat ein Dungeon. So, zurück zum Turm von Rosenbühl. Wo wir da reingehen, ist im Grunde egal. Wir werden ja bei der Ankunft automatisch geheilt. Sehr gut. So, welches Team nehmen wir mit in den Bossfight? Mit Talativa zu starten macht Sinn, ne? Sie ist immer noch die Hauptwafferin eigentlich. Marzipan braucht auf jeden Fall noch Level-Ups. Ich hoffe, dass ich sie nicht nutzen muss, aber sie ist trotzdem eine wichtige Heilerin. Es könnte sein, dass sie es trotzdem muss. Stulle könnte ich später reinschicken, weil Age ist mal sicherer, weil er mehr Defense hat.
Schulter hat mehr Angriffskraft, Ash hat mehr Defense. Wickel ist von Anfang an drin und Licky auch. Dann machen wir es mit der Vierertruppe. Kayona könnte wichtig werden wegen AOE-Angriffen, falls es eine Gruppe von Gegnern ist, ne? Ja, Moment. Falls sie wieder Mobs dabei hat, schicken wir erst Kayona mit rein. Und danach erst Agent. Gut. Gut, gut. Dann können wir zurück. Stell dir sich vor, dass der Teleporter sich nicht aktiviert, weil er nicht einmal draufgelaufen ist. Macht er bestimmt nicht. Und dann gehst du raus und musst den ganzen Dungeon normal machen. Uah. Bitte nicht. Und genau das möchte ich. So, eben noch links vor der Treppe gucken. Naja, hätte man was verstecken können, hat man aber nicht. Gut. Wir speichern nochmal manuell, einfach weil es sich sicherer anfühlt. Und dann geht es in den Fight. Die Königssuite. Aha. These donuts are packed with protein. Perfect for maintaining my gains. Ich weiß noch, wo ich mal sagte, dass wir dieses Monster, als es fusionieren konnte, mal sicherlich immer als Bossgegner haben werden, weil das so aussieht wie so ein typischer Boss. Who are you? Don't you know you're interrupting me dinner? Sorry, we should have called ahead. Say. Are you the unspeakable one, by any chance? Me? Ha! Sorry to disappoint you, honey. Well, that thing's been and gone already. It tried staring me down, but the wimp turned tail and fled at the sight of me pecs. I'm Maximus, you see. The big hitter here. Sounds like you'll really boost your rep if you beat this clown. Beat me? My sweet child, you must be on a sugar high to say something so preposterous. Mein Honigbärchen. Now how about we see how hard you crash? Your deaths would be the icing on the cake. Du siehst nach einem rein physischen Körper aus, was ich begrüßen würde. Weil da kann ich mich leider gegen schützen, jetzt gegen Magie. So, Kayona, du bist gar nicht mal unbedingt notwendig. Ich würde dich trotzdem in der ersten Runde was machen lassen, weil es könnte sinnvoll sein, einmal Mega-Schwächung zu versuchen. Du machst bitte die Mega-Stärkung, weil ich denke, Abwehrkraft zu erhöhen bei ihm ist super wichtig. Das Schlimmste, was er machen könnte, wäre so ein Insta-Kill-Move. Ich könnte dann stattdessen mit Hiki versuchen, flau zu machen. Dann könnte ich für zwei Sachen debuffen bei ihm. Dann macht er gar keinen Damage mehr. Und Wilke fängt an, einfach drauf zu hauen. Haben wir hier ein Element, das wir nutzen können? Nein, Krack schon mal nicht. Himmel auch nicht. Erde auch nicht. Multi ist kein Element. Leben können wir mit Sicherheit nicht, nee. Betäuben nicht, giften nicht. Gut, dann ist eigentlich am besten eine Helmspalte einfach machen, falls die Abwehrsprechung nicht funktioniert vom Zauber und von der Fähigkeit dann getriggert. Also, let's go. Schon mal zwei Angriffe, das ist gut. Maximus. Der Massige. Das hat funktioniert, sehr gut. Die Mauer hält schon. Okay. Hui, das ist für Wilke ein Problem, wie wir gesehen haben. Weil Wilke ist, glaube ich, schwach gegen Windzauber. Ne? Also es ist ja kein Zauber, aber gegen das Wind-Element, wohlgemerkt. Das heißt, ich muss ihn unbedingt rausnehmen. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Dann müssen wir schon wieder austauschen können für Agent.
Ich hoffe, ihr habt nicht auch eine Windschwäche. Weiß ich nicht auswendig. Befehle. So, die Schwäche hast du gerade gemacht. Das ist gut von dir. Stimmt, ich sollte dich auch noch ändern. Erstmal. Dann ist das unser erstmal aktives Team, glaube ich. So, Stolian, du machst einen Schwerttanz. Weniger Abwehr sollten wir nutzen, solange wir das können. Wie sieht's denn mit Wind aus? Schade. Wenn du windschwach gewesen wärst, mein Freund, wärst du völlig im Arsch gewesen. Aber ist es trotzdem nicht verkehrt, trotzdem das zu machen, weil es wird trotzdem stark gebufft, ne? Brasaus müsste immer noch reinhauen und der hat keine Stärke gegen Wind, das heißt wenigstens normaler Schaden für uns. Schwächung versuche ich jetzt nicht nochmal. Oder? Ich versuch's noch einmal. Die Flauschwächung. Einmal noch. So. Schreckensanker ist immer noch der beste Move eigentlich, ne? Der kommt als letztes dran, aber macht immer ein bisschen mehr Schaden. Das kann sich eigentlich nie. Kann ich nie genug von sehen. Ja, mach das mal. Diesmal hat es funktioniert. Sehr gut. Das war es so fair, das nochmal zu machen. Das macht ja schon gar keinen Schaden mehr. Wow. Ja, gut. Ich glaube, den haben wir unter Kontrolle. Ich sollte jetzt noch einmal Megastärkung machen. Einfach nur zum Resetten des Timers, aber auch für die anderen beiden, die noch keinen Buff bekommen haben. Während die einfach weiter draufhauen. Und hier jetzt auch anfängt drauf zu hauen. Gibt's einen Move? Ich weiß ja, das Problem ist, ich weiß leider nie, ob manche speziellen Moves, wie zum Beispiel sowas wie Gigaschlitzer, generell stärker sind als normal. Oh, der ist schwach gegen Blitz. Ja gut, dann ist es schon mal gar keine Frage. Wir machen Gigaschlitzer. Aber die Frage ist halt, ob Elementarhiebe stärker sind als normale Angriffe. Ich glaube nicht alle, aber einige schon. Ich denke, mein Gigaschlitzer stellt erheblicher Schaden, dass es halt doch mehr ist als ein normaler Angriff. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber er ist schwach gegen Blitz, dann hat sich das eh erledigt. Das wird super gut sein gegen ihn. Gut, dann machst du jetzt bitte noch deinen Schreckensanker wieder. Genau. Kann auch zaubern. Nice Zauber. Tarnt weh, aber ist auszuhalten. Und seine physischen Angriffe machen gar nichts mehr. Wenn wir unsere Defense erhöhen und seine Angriffskraft schwächen, macht er nichts mehr. Gut. Da könnte man gegen heilen, aber ich glaube, das ist noch nicht notwendig. Und gerade können wir noch sehr viel Damage machen. Indem wir einfach draufhauen. Mit allem, was wir haben. Weil er immer noch minus Abwehr auch, glaube ich, hat, oder? Der Schreckensanker ist auf der ersten Seite, genau. Sechs Hits. Wenn jetzt sogar sieben, vielleicht sogar Metall hinter einem versteckt war. Ich habe die Sounds nicht gezählt. Oh, es ist stark. Keiner hat eine Windschwäche. Völlig egal für uns. Das heißt, es kommt nur noch der physische Schaden durch und der physische Schaden kann nichts. Und das war's. Der Gigaschlitzer haute Massimus nieder. Wenn jetzt kein Doppelbossfight kommt, so wie in dem letzten Gebiet, wäre dieses Gebiet definitiv die bessere erste Wahl. Weil das letzte Gebiet fand ich halt so hart, weil wir zwei Bossfeinde am Stück hatten und der zweite Boss recht stark war. It makes no sense. That took me protein. Just like they said. It was supposed to be the way to win. Oh shit. You again.
Der Unsagbare, wie ist er nochmal? Oh nö. Okay, da noch ein harter Boss wird hinterher. I just might be. Unsäglich. I am Proslas, the unspeakable one. Am I the one you seek? Looks like he was waiting for that fight to end so he could jump us. What a coward. Anyway, looks like this guy's the big hitter now. Let's get this over with. Oh, you talk a big game for such a pathetic weakling. However, you did rid me of that hindrance Maximus. I will give you a reward for your efforts. Have a good look around the middle of the room. Geht der bitte jetzt nicht hin? Warum soll ich das machen wollen? Das ist doch hundertprozentig eine Falle. Erstmal speichern wir. Das ist doch wohl hundertprozentig eine Falle. Nee, ich will dich gleich angreifen und besiegen. Wer ist damit? Ich bin doch nicht blöd. Fool! I could have let you die without pain, if only you had listened to me. Ein Pop bist du. Konnte ich mir schon denken. Na gut. Schön, dass wir hier wenigstens Nein sagen konnten. Sehr schön. Instant-Schuh für ihn ist schon mal eine super Sache. Das heißt, ich darf jetzt nicht auswechseln für den Nutzen auf jeden Fall. Aber wir holen eben Kayona rein für die AOE-Attacken. Das heißt, hier brauche ich aber auch wieder einen Buff. Und Hiki für die Schwächung, ne? Okay. Ja gut, also Dragon Quest ist ja nicht unbekannt, dass er bei den härteren Bossfights gerne mal Back-to-Back-Bossfight macht. Haben wir ja öfter anscheinend im Spiel. Können wir irgendwie mit Schwächen arbeiten? Heller Hauch macht bei allen zum Beispiel normalen Schaden. Also heller oder sandiger wäre am besten, glaube ich, hier, weil wir keine Schwächen nutzen können. Ja, dann machen wir einfach. Ich glaube, das konnte das nicht auch irgendwie. Nee, das ist Erdschaden. Ja, vielleicht habe ich das Glück, dass sie verwirrt werden. Ich glaube eher nicht. Okay. Habe ich dir schon Mega-Schwächung gesagt? Glaub nicht, okay. So, Mega-Schwächung. Dass wir möglichst schnell die ganzen Extra-Typen down kriegen. Du hast keinen Angriff mehr, oder? Ne? Das ist so ein bisschen das eine, was du nicht hast. Doch. Der Stampfer geht auf alle. Ist nicht der stärkste Move der Welt, aber wir wollen erstmal die Kleinen loswerden, also machen wir das. Okay. Bei ihm wird, glaube ich, nicht alles von physischen Angriffen abhängen. Das heißt, sie wird härter für uns. Das hat nur auf dem Boss funktioniert, ich bin ehrlich. Das ist das wertvollste Target, ne? Oder der wertvollste, das wertvollste Ziel für uns. Uff, okay, das ist ein Problem. Ja, der Typ ist stark. Das ist genau wie dem Phönix, der war auch extrem stark. Ja, das Problem ist halt, dass ich meine Heiler nicht gut gelevelt habe, ne? Marzipan muss jetzt reinkommen, aber. Das ist nicht ganz ungefährlich für sie. So viel ist mal sicher. Ja, ich muss es versuchen. Solange sie wenigstens eine Runde aushalten kann, ist ja alles cool. Du musst bitte. Ah, du kannst dich auch Multi heilen, stimmt. Aber es war nicht so viel. Du brauchst trotzdem Multiheilung. Multiheilung. So. Was wir halt irgendwie schaffen müssen. Die sind alle schwach gegen Blitz. Der Blitz ist hier gerade sehr gut. Der Gigaschützer von Hiki ist in den ganzen Bereichen super, weil gegen beide Bosse gut ist. Was wir erstmal schaffen müssen, dass die beiden Kleinen wegkommen, damit wir die nicht mehr extra Schaden machen, dass ich wenigstens den einen Typen vor Augen habe. Deswegen mache ich auch weiterhin den Stampfer. Ich hoffe, dass wir die Pelzprimaten möglichst schnell ausschalten können.
Das ist gefährlich. Ah, nicht auf Easy. Das Feuer wird nicht so viel anhaben, Gott sei Dank. Das ist in Ordnung. Gott sei Dank. Er greift mit normalen Angriffen alle an. Das ist echt mies. Und er zieht uns allen Mana ab. Er hat sie zweimal getroffen. Okay, wow. Was für ein ätzender Sechsacker. Aber er hat sich ja schon so angekündigt als ätzender Drecksacker. Kein Wunder. Ich will gerne Brasaus machen, kann ich aber nicht mehr, weil ich jetzt gerade meine ganze Abwehr verloren habe. Ich glaube... Du machst mal eine Mega-Stärkung, damit die nochmal resettet wird und das Marzipan die auch bekommt. Die sind blitzschwach, ne? Ich weiß, ich müsste eigentlich heilen, aber ich mache jetzt Zick-Zack-Zuck, weil das müsste gut Damage machen. Und vielleicht können wir die Primaten schon mal erledigen. Das würde schon mal echt helfen. Ich hoffe, dass es nicht so ein Fehler ist, aber wir werden es ja sehen. Du mach mal Stampfer, komm. Ja, ein Affe schon mal weg. Oh toll, der hat eine Fähigkeit. Alter. Alter, alle Stats down und alle unbetäubt, weil wir den besiegt haben. Das ist ja mies. Okay, zick, zack, zuck. Reicht dann hoffentlich für den anderen Affen. Ja, aber auch wieder persönlicher Groll, schätze ich mal. Ja, das ist richtig übel. Selbst deine komischen Mobs haben miese Fähigkeiten. Oh, der Felsenwurf. Oh. Gut, Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir ein bisschen was austauschen. Puh, aber wie sind schon deine Freunde schon mal down? Das ist nicht... Ich frage mich immer noch, wirklich. Die leveln nicht mit, oder? Oder werden mitgescaled, oder? Weil, hätte ich diese ganzen Level auf sich bekommen, würde ich es nicht schaffen. Aber vielleicht erwartet das Spiel auch eher, dass man die zweiten Bosse später macht. Und zwar den ersten Boss besiegt, dann kommt der zweite Boss, dann macht man erstmal ein anderes Areal. Und am Ende macht man erst die letzten Bosse der jeweiligen Areale. Wäre möglich, ne? Keine Ahnung, ob das so gedacht ist. So, Mili kommt auch rein. Und Wirbel kommt wieder rein. Jetzt haben wir gerade keine Windproblematik mehr hier. Hiki bleibt drinnen. Er ist aber noch betäubt, ne? Ne, dann nehmen wir Kayona eben rein. Obwohl, wir brauchen den Blitzschaden. Komm. Befehle. Stulle, du machst einfach nur Damage, aber du könntest... Nee, kannst du nicht. Du machst einfach nur Damage. Miri heilt, das ist wichtig, dass wir ein bisschen heilen jetzt. Ich würde gerne erstmal Hiki heilen, weil der gerade Defense-Debuff. Und Wilke versucht mit Helmspalter seine Defense runterzukriegen. Ja, ich sollte vielleicht auch Items einsetzen gerade, um ein bisschen mitzuhelfen beim Heilen. Das hat schon mal funktioniert, das ist gut. Extra Angriff, sehr schön. Und der Schwertanz. Gute Treffer, 6 Stück. Er lädt seinen nächsten Angriff auf, das ist schlecht. Aua. Er ist immer noch betäubt, aber er lebt noch. Und Wilke ist fast down gegangen, aber er lebt noch. Das ist mein Moment, wo ich jetzt anfange... Oh, wir haben mittlerweile eine einwandfreie Arznei. Die bringt ziemlich viel. Die nutze ich jetzt auch. Komm, es ist ein harter Gegner. So, Stulle. Wer weiß, wir sind schon nah dran. Und du machst so eine Mittelheilung auch noch auf Wilke. Wilke kann doch wieder. Okay, super. Dann machst du bitte deinen Gigaschlitzer. Die Abwehr ist eh schon down, wer ehrt aber keine Blitzangriffe. Und die anderen Sachen sind es nicht wert. Ah. Dann mach einfach weiter, Helmspalter. Plus einen Move deiner Wahl, wenn du einen extra Move machen möchtest. Gut, das ist schon mal wieder ein bisschen sicherer.
Da kommt die Heilung auch gleich hinterher. Problem ist, wir können nicht mehr lange so heilen, weil ich muss eigentlich Gruppenheilung nutzen mittlerweile. Die Einzelheilung bringt bei dem Gegner gar nichts, weil er immer alle angreift. Ich hoffe, der... Oh, nur drei Hits. Ich hoffe, er ist gleich down. Ja, man war da keine einzige Megastärke mehr aktiv, ne? Ja, oh, sehr schön. Puh, das war Pruslas. Da bringt auch so ein 30% Bonus ein bisschen mehr. Sehr schön. Ah, oh, es ist nice, geschafft. Puh. War aber knapp. No. Maybe the fool was me. Gut, er ist weg. Hoffe für immer. Den hätte ich auch nicht mitnehmen wollen als Mitglied von meiner Gruppe. Oder meiner Gruppe, vielleicht schon, meiner Aktiven, weil ich meine, meiner Verbündeten, weil dem ist, glaube ich, nicht zu vertrauen. Das war der obere Rang. Schön. Just be careful, okay? They're not as sweet as this place might suggest. Sorry. Pun not intended. Oh Gott. Eine Donutmaschine. Look at that thing. It's making an awful mess. Seems the big fella broke it when he crash landed. Shame to let it all go to waste. Anyone feeling peckish? Na, wollte ich ein paar Donuts mitnehmen. Well, this is much better than Pruslas's reward, wouldn't you say? Nun ja, wichtigste ist doch, dass wir das überstanden haben. Dieses Zeichen finde ich jetzt immer auf dem Boden, ne? Ich werde da nicht reinlaufen, das Ganze knicken. Dass mich das im Nachhinein noch tötet, wäre super ärgerlich. Speichern wir mal erstmal. Das war nämlich wieder kein einfacher Fight und ich frage mich wieder, wie ich das hätte schaffen sollen. Hätte ich nicht diesen Level-Schub gehabt durch dieses eine Monster. Aber vielleicht ist es wirklich gar nicht mal undenkbar, dass man für die stärkeren Gegner später wiederkommen soll. Da werde ich nicht reinlaufen, das Ganze knicken. Da kann der nächste bedauernswerte Abenteuer gerne seinen Fuß reinsetzen, aber ich werde mir das schön sparen. Gut, wie immer war an diesem Thronsaal jetzt nichts, aber das ist okay. Hauptsache, wir haben es geschafft und wir können jetzt endlich unser letztes D-Monster auf einen C-Rang anheben. Es ist Zeit für Miri. Ich denke, dass der Metall-Blubberschleim auf jeden Fall mittlerweile, ich weiß, der heißt nicht so, dass der auf jeden Fall mittlerweile mindestens 20 ist. Das sollte sich also lohnen. Einigermaßen. Man könnte noch länger warten, aber dann muss auch das Lachlevel ewig warten. Das ist auch nicht wert. Ganz abgesehen davon, dass Miri schon mit einem sehr hohen Level reingeht in die Synthese und sehr viele Talentpunkte vererben können wird. Ne? Das wird schon helfen. Und der Schleim ist jetzt Level 23. Das ist doch schon viel besser. So, wir pumpen bei dir alle Punkte in Sturmjäger, weil das ist das Einzige, was wir von dir mitnehmen möchten. Das brauchen wir nämlich. Und du hast eh keine Punkte mehr. Na dann. Allgemeinmediziner, super nice. Und dann möchte ich auf jeden Fall den Sturmjäger. Jetzt hatte ich gesagt Bröckelresistenz, ne? Wegen dem Arkan-Sparpaket und der extra Abwehr. Das ist nicht verkehrt, ja. Besser als Entkräftung. Der Feenschleim. Ich meine, das Flüssig mit Fleisch war jetzt auch ein C-Monster, aber das ist ein recht neues Monster und mir geht es nur darum, dass die endlich mal irgendwas wird, was für mich sinnvoll ist. Und das ist für mich sinnvoll. Das ist das Angenehme dabei. Hier sehe ich einen Sinn drin. Hier sehe ich einen Weg. Noch lieber wäre es mir gewesen, wenn sie jetzt Wasserzauber behalten hätte, weil Wasser das eine Element ist, das wir jetzt wieder gar nicht mehr haben. Das hatte nämlich nur sie dabei. Aber, mein Gott, ja. Das wäre jetzt auch sehr spezifisch gesehen, ich ein Monster gefunden, was alle meine Anforderungen gehabt hätte und ein guter Wasserzauber gewesen wäre. Das hier ist auch schon sehr gut, vor allem, wenn wir da noch einen weiteren guten Heiler haben. Du bist also die neue Miri. Ich schätze nicht unbedingt die letzte. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die C-Monster nochmal irgendwann verwandeln werde. Das gilt wahrscheinlich auch für Agent. Aber vielleicht bleibst du auch länger so, als wir denken. Mal gucken.
Synthese fortsetzen? Ja, warum auch nicht? Wir können ja mal generell nochmal gucken, ohne irgendwelche Elternteile. Welche Optionen wir gerade so rein theoretisch hätten. Wir haben ja schon mal geguckt, ne? Der Machu Picchu ist eine Hiki-Agent-Kombination. Werden wir nicht machen. Ich werde beide nicht aufgeben, vor allem Hiki nicht. Den könnt ihr sogar machen, den Schleimurai, ohne ein besonderes Monster aufgeben zu müssen. Cool. Das sollte ich sogar tun, weil Riesenschleimimetten sind einfach zu kriegen. Metallschiff wird er nicht, aber ich glaube, der Schleimurai ist es wert. Weil selbst wenn ich den nicht benutze, ist der Schleimurai definitiv eine gute Fusionsoption vielleicht für jemanden später. Ich mach's einfach mal. Das sind alles keine so tollen Sachen hier. Ich könnte die entweder die Weisheit von dem nächsten Monster buffen oder ein paar extra Boosts mitnehmen. Ich nehme die Weisheit. Noch mehr Heilung brauchen wir eigentlich nicht, ne? So gut Empath auch ist, aber ich habe jetzt echt für gute Heilung gesorgt, glaube ich, im Team. Und ich weiß, der kommt nicht ins Team jetzt. Der kann jetzt V-Virtuose lernen und dann Lichtgestalt noch mit. Und dann vielleicht einfach zusätzlich die Säuselresistenz, damit er noch ein bisschen Weisheit bekommt. Weil es gibt mir darum, darüber nachzudenken, ob ich nicht zukünftig den mit ihm was anderem fusioniere und dann die Skills wieder relevant werden, die er dann vererben kann. Der Schleimurai. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler, ein sehr cooles Schleimreitmonster. Das ist immer ein B-Monster. Vielleicht können wir es immer gebrauchen. Dieses Ding hat ja, glaube ich, auch Talos Taktiker, ne? Diese Fähigkeit, dass man es noch zweimal angreifen kann. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch eins der sehr, sehr starken Monster. Aber mir geht es nicht darum, irgendwie die möglichst stärksten Monster zu benutzen, sondern einfach eine eigene Truppe zu haben und damit Spaß zu haben. Guck mal, den könnten wir fusionieren. Müsste aber Kaiona für aufgeben, das möchte ich auf keinen Fall. Sie ist ja auch schon B. Man, Sau, Goku können wir schon Ewigkeiten machen. Ich wollte nur den Bammesbügel nie rausschmeißen dafür. Aber ich mach's jetzt einfach mal, dass ich ein neues Monster mal bekomme. Zum Spaß. Was soll's. Willige Helfer ist gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn Willige Helfer die Grundfähigkeit der Paprika-Peiniger ist, dann ist das ein sehr krasses Monster, weil das ja schon ganz am Anfang des Spiels rekrutierbar war. Schon im ersten, ganz normalen Tutorial-Gebiet konnte man das Ding kriegen. So früh Monster mit Heilung zu bekommen, wäre sehr stark. Habe ich damals ja nicht rekrutiert, deswegen. Interessant. Das und das. Einfach zum Spaß. Ich meine, es ist ja ein G-Monster zu G-Monstern, aber ich habe dieses andere G-Monster nie gehabt. Nehmen wir diesen extra Eintrag nochmal mit. In der sauren Gurke. So, was haben wir noch? Sind da noch andere Optionen, die ich unbedingt durchführen sollte? Der Ogre. Das ist eine niedrige Form von dem einen Typen, den wir hatten. Nicht hatten, sondern als Bossfight hatten. Ich könnte einen Kanonenknirps locker ausgeben im Hammercouts. Die sind beide leicht wiederzubekommen. Auch das mache ich jetzt einfach mal, um den Eintrag zu bekommen. Und vielleicht andere Fusionsoptionen. Manchmal können auch ein sehr low-leveliges Monster, was E oder F oder so hat, zusammen mit einem anderen Monster einen sehr hohen Rang ergeben, wenn das einfach ein passendes Monster ist. Also warum nicht? Und der war schon echt aus hohes Level, ne? Der Kanonenknirps 44, wow. Hier ist nur MP hauptsächlich, ein LP. Das ist eigentlich nicht so geil. Nimm mal das mit. Peng-Fan, Sanität, das sind zwei gute Sachen. Kann man mitnehmen. Und immer eine eigene Fähigkeit, kämpfe ruhig auch mit. Dann haben wir da drei verschiedene Optionen, die wir vererben könnten. Bei so Synthese-Monstern, die man eh nicht selber benutzt, die man vielleicht aber irgendwann zu Synthesezwecken verwenden möchte, ist es immer sinnvoll, möglichst verschiedene Sachen mitzunehmen, dass es einfach viele Optionen hat. Das muss dann nicht alles stimmig für das eine Monster sein, sondern einfach nur ein, zwei, drei Sachen oder auch drei Sachen sein, die einfach gut sind für sich alleine, dass du sie einzeln vererben kannst. Würde ich mal so behaupten.
Jetzt würde ich auch recht früh kriegen können in Oga, wenn du genau weißt wie, ne? Es gibt aber viele coole Monster, die man schon sehr früh kriegen kann, wenn man weiß wie. Den Schweifgreif könnte ich eigentlich auch machen, ne? Raugreif und Bombenbrocken sind beides low-levigere Monster und dann habe ich ein B-Monster. Machen wir. Absolut keine Frage. Was haben wir schon? Oh, der hat so viele Punkte, wow. Dann habe ich irgendwann, glaube ich, fusioniert, jetzt hat er so viele Punkte. Kälteeinbrecher. Alter, hast du viele Punkte gehabt. Wow. Jetzt muss aus irgendwelchen Monster zusammen fusioniert worden sein. Wahrscheinlich zwei Monster, die ich Ewigkeiten in der Koppel hatte. Dann habe ich sie fusioniert und den auch wieder Ewigkeiten in der Koppel gehabt. Und da kommen schon vier Talentpunkte zusammen. Ja, noch mehr Heiler brauchen wir eigentlich nicht. Ich sehe schon, dass ich viele Heiler vorbereitet habe. Um später Optionen dafür zu haben. Aber mittlerweile habe ich einigermaßen welche. Daher ist das nicht mehr ganz so wichtig. Machen wir es. Schweifgreif. Ich weiß nicht genau, ob das. Also, ich weiß, dass es heißt, dass es eine besonders gute Fusion ist, dass sie diese Leuchten und dieses lila Symbol an ihrem Bildchen dran haben. Ich weiß aber nicht genau, welche Auswirkungen das hat. Also, nicht genau, ich weiß es überhaupt nicht. Keine Ahnung. So. Und nochmal gucken. So, die guten haben wir, glaube ich, jetzt gemacht, ne? Wir haben ja noch einige Sachen, die neu wären. Exekuteur zum Beispiel. Aber für die müsste ich halt entsprechend wieder Monster opfern, die selber gerade mal B sind. Oder meine eigenen, was ich gar nicht will. Das ist es also nicht so wert. Wie gesagt, diese goldenen sind ganz oft die, wo du irgendwas erhöhen kannst. Nicht immer, aber ganz oft ist das so. Also wenn die ausgeschöpft sind, ist der Rest gar nicht mehr so wichtig. Also eine Lehnseidechse ist bestimmt auch cool, wenn die auf groß hat. Stell dir mal dieses Monster auf groß vor. Das ist ein richtiges Bossvieh einfach nur. Nee, ich glaube, ich bin erstmal zufrieden. Ist ja auch nicht schlecht. Wir haben ja eigentlich alles, was ich wollte. Und noch ein bisschen extra. Come again. So. Jetzt müssen wir immer das neue Monster lesen, das will ich nicht vergessen. Unser Feenschleim. Der müsste hier bei den Schleimen bei sein, logischerweise. Da ist er auch schon. Ein Feenschleim. Schon ein einzelner Schleim dieser Art, der hoch am Himmel gleitet, bietet einen absolut erhebenden Anblick. Einen ganzen Schwarm im Flug zu sehen, soll außerdem Glück bringen. Er hat desaströse Abwehrwerte, was mich ein bisschen nervt. Aber er wird ein schneller Heiler sein. Das ist gar nicht so verkehrt. Ist schon in Ordnung. Und er wird dir auch weiterhin gute Windzauber bieten können, ne? Weil du hast ja auch... irgendwo Windzauber, die ich gerade nicht sehe, weil ich irgendwie nicht auf alle Skills zugreifen kann gerade. Warum auch immer. Ach so, weil ich in der... Im Lexikon bin ich Torf. Doof. Hier wollte ich eigentlich gucken, aber auf Status. Lass einfach hier hingehen. So. Genau. Hier haben wir nämlich einmal noch Luftangriffe, aber wir haben vor allem Saus. Wir kriegen auch Braus. Und Braus ist ganz gut. Und wir kriegen auch Kavum. Und Kavum ist ein Zauber, der elementfrei ist und Sprengschaden macht. Der ist, glaube ich, ziemlich gut. Das haben wir noch gar nicht, sowas. Das haben wir auch trotzdem was bekommen, was wir noch gar nicht haben, auch wenn wir dafür Wasser jetzt verloren haben. Und sonst ist es halt auf jeden Fall ein verdammt guter Heiler, der auch wiederbeleben können wird. Und ich glaube, Gerechter Regen ist ein Regenerationszauber. Und da haben wir nochmal ganz andere Optionen. Und die Mega-Heilung ist bestimmt auch nicht verkehrt. Gucken wir nochmal kurz. Gibt allen Verbündeten. Das heißt, es ist die bessere Version von Multiheilung. Genau sowas brauchen wir, weil Multiheilung also nicht mehr so gut ist. Ne? Was wir ihr jetzt geben sollten, wenn wir ihr ein Item und Zubehör geben, ist ein Zubehör, was ihr möglichst viel Abwehr gibt. Das ist das Wichtigste für sie. Weil da hat sie auf Dauer dann nicht so viel. Sie hat gerade relativ viel Abwehr. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ob das mit den Erbwerten der Monster, der Eltern zusammenhängt, ob es sowas überhaupt gibt. Keine Ahnung. Aber ihre Grundstats sind ja nicht unbedingt ausschlaggebend für ihre Growth Rate. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Das ist eins von diesen Resistenzringen wäre nur gut, wenn wir rausfinden, was deine Schwäche ist. Wer hat den Klingenring denn da unten ausgerüstet? Das ist doch dann der stärkste Abwehrring, den ich habe. Kayona, weil sie auch so ein Abwehrproblem hat, genau. Okay, dann werde ich ihr das nicht geben, weil das ist Blödsinn. Weil den muss man da behalten. Also am besten wäre es mal zu gucken, ob Miri irgendeine Schwäche hat. Eine Elementarschwäche, die wir vielleicht damit eliminieren können. Dunkelheit hat sie eine Schwäche gegen. Das war's. Also sie hat noch eine MP-Absorptionsschwäche. Gut, das ist selten. Gerade mal einer hat ein Boss das gemacht. Ich würde mich nicht wundern, wenn das kein Boss mehr macht. Oder höchstens nur einer oder so, weil das wird nicht so oft vorkommen. Was heißt Dunkelheit? Habe ich was gegen Dunkelheit? Wahrscheinlich ist es eins Element, die ich nicht schützen kann, ne? Wie das immer so ist. Wahrscheinlich kann ich fast jedes Element außer das. Wir könnten noch Zauberknauser machen. Ich will gerne die Abwehr aber haben. Ne, wir haben zwar viele Sachen, aber nicht, dass wir brauchen. Ich frage mich, ob Säusel Profi. Sie hat ja die Fähigkeit, dass Winterattacken stärker werden, ne? Säusel-Experte, genau. Ich denke mal, das deckt nicht, ne? Profi ist wahrscheinlich die untere Form von Experte. Also die dazwischen käme. Also, ne, das kann ja keine Ahnung, wie das dann abgestuft wird. Aber das wird nicht stacken. Das wäre nämlich extremst pervers. Also machen wir das nicht. Das heißt, ich gebe mir jetzt einfach irgendeinen Abwehrring, bis ich irgendwas Besseres habe, oder? Ich könnte ihr aber auch die Geisterarmschiene geben. Dann hätte sie nämlich einen riesen Weisheitsbonus. 60 Punkte. Ganz ehrlich, komm, dann ist sie halt squishy, aber dafür ist sie mächtige Magierin im Heil- und im Damage-Bereich. Das ist doch schön. Aber sie ist jetzt nicht in der Gruppe, weil sie ist Level 1. Das kannst du sowas von knicken. So, Kayona. Nativa ist auch extrem stark. Gut. Das ist schon eine sehr gute Truppe hier. Und ich erinnere mich gerade an etwas. Ich wollte nicht bei Hiki da gucken, dass er diesen blöden Skill rausnimmt. Oder generell gewisse Zungenschlag nutzt du bitte gar nicht mehr ohne Befehl, danke. Dussel brauchst du von dir aus auch nichts zu benutzen, weil du hast die höhere Form, genau wie Schwächung und Verlangsamung, weil du hast eh die AOE-Version davon. Nur für Angriffskraft hast du das leider nicht, aber das ist okay. Man kann auch nicht alles haben. So, und du könntest mal die Mega-Schwächung höher stellen und Schussel höher stellen, weil das sind diese relevanten Moves, die du beim Debuffen auch nutzen sollst. Gut. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, jetzt irgendwie neue Orte aufzudecken, ist es einfach nicht wert. Vielleicht sollte ich kurz Geld... Wie viel Geld habe ich denn gerade? 6.000? Gar nicht mal so viel. Was haltet ihr davon, dass wir die Folge beenden? Mit einem schönen Arena-Fight. Ich nehme jetzt die stärksten Monster mit, die ich meines Erachtens gerade habe für solche Arena-Fights. Das sind diese vier hier. Und wir gehen in die Arena des Kyler-Kolosseums. Die habe ich letztes Mal jetzt ja nicht gemacht, weil ich mir ein bisschen aussparen wollte, aber ganz ehrlich, das passt gerade perfekt zum Folgenende oder gegen Folgenende, dass wir nochmal so ein Turnier machen. Weil dafür haben wir noch genug Zeit. Und dann gehen wir nächstes Mal zum nächsten Ort, der dann noch schwerer wird, was mir ein bisschen Angst macht, wegen den Bossen. Weil wenn die auch noch härter werden, dann bin ich mal gespannt. Vor allem, wenn das wieder Doppelbosse dann sind. Naja. Das aber erst beim nächsten Mal. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir die Arena machen. Und vielleicht werde ich dann zwischendurch ein bisschen durch das Zuckerland laufen oder so ein bisschen trainieren. Ich muss ja gucken, dass Marzipan noch ein bisschen levelt und Miri hat sowieso, weil die jetzt komplett auf 1 wieder anfängt. Aber das wird schon alles. Jetzt haben wir erstmal eine gute Truppe, finde ich. Ich glaube, so bald werde ich keine Fusion mehr machen. Wir haben mindestens C. Ich habe bei jedem Monster irgendwie eine Rolle, einen Sinn dahinter. Ich gebe mal die Medaillen ab. Ich habe, glaube ich, noch nicht genug, aber ich kann ja mal trotzdem einfach abgeben. Ein paar habe ich ja gefunden. Ja, sagst du mal dasselbe, bis auf die Zahlen, ne? Dieses Mal habe ich 4 mitgebracht. Jetzt haben wir 37. Und noch 3 Stück. Also bei 40 kriegen wir den nächsten. Da kriegen wir das Goldabzeichen. Genau, okay. Also 3 Stück noch. Cool. So, dann lass ich mal gucken, ob ich eine Chance habe. Aber ich gehe davon aus, oder? Diese Gruppe, die ich jetzt benutze, ist sogar noch stärker. Eigentlich. Und jetzt auch noch ein bisschen mehr trainiert. Ich werde jetzt Kategorie A blobieren. Die habe ich dabei. Ich habe 6.000 dabei, also kein Problem. Bin ich mal gespannt. Ich habe ein pflanzliches Waldteam zu sein, was er da hat. Von weitem.
Join me as we herald a new era at the Molosseum. It's time for the Category A tournament! Now for our competitors. Introducing the darling of the battle arena, the King of Monsters! It's the Cryptic Kid! Ein mächtiges Team. His first opponent is a triple threat team that's permanently joined at the hip. The best buddies. Nimm ein Ballteam. Our first bout begins. On your marks, get set, kill! Sieht ein bisschen so nach Grusel, verrotteter Wald aus. Ich schätze, der Baum ist ein großer. Und ich glaube, diese Bäume nutzen sehr gerne Statuseffekte. Und das könnte ätzend werden. Soja-Soldat. Okay, Hiki. Versuch erstmal eine Schwächung. Alternative erstmal eine Stärkung. Ich glaube, das hilft uns gar nicht so viel in diesem Feind, weil ich glaube, die Gegner kämpfen mit Statuseffekten, aber ich versuch's trotzdem mal. Eine Runde erstmal buffen und debuffen. Der doppelte Himmelsspalter. Jo, das ist wie schon zu erwarten ein Statusveränderungs- und das ist eine schwere Vergiftung, interessant. Es gibt also wirklich eine schwere Vergiftung zu spielen, eine, die mehr Schaden macht. Ähnlich wie bei Pokémon tatsächlich gibt es das ja auch. Wundert mich auch nicht, weil das normale Gift ist relativ schwach. Eigentlich zu schwach. Hat sie die Odin-Reflexionsfähigkeit gemacht. Das ist zwar nett, aber ich weiß gar nicht, ob die Odine benutzen. Oh, greift auch wieder alle an. Ich frage mich, womit das zusammenhängt. Ich hätte jetzt eigentlich bisher gedacht, dass das eine Boss-Fähigkeit ist, dass die das nur können. Aber wenn er das kann, dann muss es einfach generell Monster geben, die, wenn sie groß sind, als passive Fähigkeit haben, dass sie mit ihren normalen Angriffen alle treffen. Interessant. Weil die, er muss ja nach selben Regeln kämpfen wie ich, deswegen. Okay, dann spare jetzt den Buff. Wir machen jetzt Brennholz aus diesen Jungs. Ja, wir sind eh viel stärker. Und ich will jetzt nicht auf mich darauf einlassen, dass es ein längerer Kampf wird und dass sie mit einem Gift wirklich noch reinzwirbeln. Das muss nicht sein. Schwach sind sie nicht. Aber wir sind stärker. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das könnte es gewesen sein. Mhm. Nur einer da. Ja, 77 Schaden pro Runde, das ist auch eine Nummer, ne? Also, schwere Vergiftung haut rein. Ich fand das normale Gift tatsächlich einfach zu schwach. Weil es eigentlich nur da relevant war, wenn der Gegner eh sehr viel AP hat. Aber dann ist auch wieder die Frage, wie sinnvoll das ist. Aber diese schwere Vergiftung, die haut rein. Das ist ein ganz anderes Level, das kann man auch nutzen. The Cryptic Kid emerges victorious! In the first match, magnificent technique turned his foe into mincemeat. Or should I say plant-based meat substitute? His next opponents are on the run from the barbecue state police and have a skewered sense of justice. It's Belle and Pippa! Pop und Rika. Ooh. Die mögen auch ihre Pärchen, ne? Let's start match number two. On your marks, get set, kill! Das eine ist ein Metallskorpion. Ich glaube, das ist sogar noch eine höhere Form von diesem normalen Skorpion, die wir da links sehen. Ich frage mich, ob man die mit einem Metallschleim machen könnte. Ich frage mich, ob er dieselben Fähigkeiten hat wie ein Metallmonster. Ich hoffe mal nicht. Das wäre nämlich problematisch. Okay, hier würde ich schon gerne mit Debuffs arbeiten und Buffs. Bitte mach keine Fauchgeschichte. Außer die machen wirklich. Wobei die Feuer- und Schneeflügel machen vielleicht sogar Attacken, wer weiß. Mal gucken. Ein netter Versuch von irgendjemand zu stunnen, hat aber nicht funktioniert. Hätte besser AOE-Angriffe machen können. Oh nein. Bitte nicht. Oh Gott, ich hasse. Es gibt nichts Schlimmeres als Insta-Kill, Alter. Ich hasse es so sehr. Der einzige Grund, weswegen ich diese Arena verkacken könnte, sind Gegner, die mich einfach nur Insta-killen.
Wieso Flinkheit? Flink interessiert kein Schwein. Ah, Gott, ey. Also ein Gegner, der jetzt jede Runde Insta-Kill auf uns alle zaubert, wäre halt... Nun ja, egal. Wir versuchen jetzt nochmal drauf zu hauen und mal gucken, ob wir irgendwie noch gewinnen können. Aber ich glaube, jetzt, wo Tolativa schon tot ist, wird das ein Problemchen. Aber Insta-Kill ist halt meine größte Schwäche, weil das ist eine Pechfrage, ob du Glück oder Pech hast. Deswegen nutze ich das selber in der Regel nicht. Das ist schon mal sehr gut. Sehr schön gemacht, Kayona. Das könnte ein Comeback sein, dass zwei von denen jetzt verwirrt sind. Er lebt noch gerade so mit einem AP. Die hauen sich jetzt natürlich rüber, das freut mich. Es war gerade der Schneevogel, oder? Der den Insta-Kill gemacht hat. Und weil er verwirrt ist, kann er nicht mehr machen. Also, jetzt hat uns Kayona gerade gerettet, das könnte noch unser Sieg sein. Vicky wird wütend. Hat auch keinen Bock mehr auf den Insta-Kill-Scheiß, kann ich verstehen. Ja, wir haben's. Wir haben's, komm. Der Ausgleich ist da. Ich hab die verdient. Ganz ehrlich, diesen doppelten Verwirrungsmoment, der extrem lucky für mich war, habt ihr auch echt verdient, nachdem ihr einen von mir insta-killed habt. So, Ruhe und Frieden. So, Alternativ ist ja wieder da jetzt im nächsten Fall. Das wäre uns echt super ätzend, wenn das nicht so wäre. Miraculous, momentous. The winner of the second match is the Cryptic Kid. Und jetzt kommt ja schon wieder der Champion hier. Aber solange der keinen Insta-Kill benutzt, bin ich zufrieden. Triumph is his middle name. Defeat is not in his dictionary. He marches the road to glory. Next he faces an all-action octopod with an appendage for every occasion. Tentacles. Ein Unterwasser-Team, das finde ich cool. Das gefällt mir, der Magier ist cool. The hour is upon us. Are you ready for the final fight? On your marks, get set, kill! Okay, ein Aqua-Team. Quilfin, Klabautemann, Wunderwahl und Abgrundtaucher. So, wir versuchen hier einen Buff, wir versuchen die Buff und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich meine, mir ist natürlich bewusst, dass ich auch einem Debuffer sagen könnte, ey, oder Buffer sagen könnte, dass ich einfach alle Debuffs und Buffs rausnehme. Außer den einen, den er machen soll. Aber das möchte ich gar nicht unbedingt. Ich möchte ihm eigentlich schon die Freiheit geben, das auch machen zu können in richtigen Momenten. Aber ich glaube, es wäre klüger. Aber ich lasse es so, wie es machen. Das ist okay. Ja, ich weiß nicht, ob die Odile benutzen. Ich hoffe, die benutzen auch welche. Sonst ist das wieder Blödsinn. Der hat Lifesteal. Interessant. Gut, von dem Wahlmagier habe ich jetzt keinen physischen Angriff erwartet. Er macht momentan Verlangsamung auch mal. Das ist nicht so wichtig für mich. Macht man noch eine Runde Buffen und Debuffen? Oh, Muntermacher, was macht das? Oh, das war eine dicke Heilung gewesen auf alle. Okay. Der Typ ist härter mit der Heilung. Das ist ein Problem. Das ist wieder gut. Doppelangriff. Gleicht ein bisschen was aus. Okay, ich hab jetzt das nochmal Waffen. Ich weiß nur. Gut, die hören halt nicht perfekt auf einen, ne? Ist klar. Das sind nur Vorschläge, die ich gebe. Ja gut, wir haben gewonnen. Okay. Ich hätte einfach draufhauen sollen, ich weiß. Mein Team ist momentan einfach stark. Die AOE-Angriffe, die wir rausrotzen, sind der Wahnsinn. Und das war's. Okay. Auch Hiki hat meine Befehle nicht mehr befolgt und einfach gesagt, nee, Alter, komm, einfach draufhauen. Es reicht auch. Ist okay. Wenn mein Team das besser weiß manchmal, sollen sie es auch entscheiden entsprechend. Rang A in beiden Kolosseen. Nice. That was a spellbinding, hypnotizing, positively mesmerizing duel for the ages. The Category A winner is the King of Monsters, the Cryptic Kid. Show your appreciation. Schön, das hat sogar auch genau für die Folge noch gereicht, würde ich sagen. Und guck mal, hast du den Item noch bekommen?
You were absolutely tremendous in there. A legend in the making. Here's your category A prize. Schriftrolle Kriegstreiber. I hope you're ready, because you're going to category S next. Ja, das kann auch warten. Ich glaube, das würde ich noch nicht schaffen, oder? Ich glaube, vielleicht mit Glück. Aber ich will es noch nicht machen. Das kann noch warten. Ich danke euch fürs Zusehen. Beim nächsten Mal werden wir dann die nächste Region aufdecken. Das ist ja am naheliegendsten. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich Zeit finde, ein bisschen trainieren zwischendurch, damit unsere beiden Trainingsfälle, Marzipan und Miri, noch ein bisschen hochkommen. Und sonst bin ich sehr zufrieden mit dem bisherigen Progress. Ich bin mal gespannt, was uns im nächsten Gebiet erwartet, weil das soll ja noch ein Ticken schwerer sein. Ne? Naja, bis denn. Bye, bye.